Ausbleiben der Menstruation. Manche Frauen leiden an Amenorrhoe, das heißt, dass die Regelblutung nicht regelmäßig ist. Wenn eine Schwangerschaft, die Wechseljahre oder durch den Frauenarzt diagnostizierte Krankheiten ausgeschlossen werden können, besteht die Möglichkeit, mit natürlichen Heilmitteln den Menstruationszyklus zu regulieren. In diesem Artikel werden wir mögliche Gründe und Ursachen für einen unregelmäßigen Menstruationszyklus aufzeigen und verschiedene natürliche Behandlungsmittel vorstellen. Polyzystisches OFA-Syndrom. Der häufigste Grund für eine Amenorrhoe, vor allem wenn die Menstruation für mehrere Monate ausbleibt, ist das polyzystische OFA-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, von denen viele Frauen betroffen sind, jedoch nicht immer diagnostiziert wird. Das polyzystische OFA-Syndrom wird häufig durch andere Symptome begleitet wie übermäßiger Haarwuchs, Akne, Menstruationsbeschwerden, Übergewicht oder Probleme mit der Fruchtbarkeit. Das effektivste Naturmittel zur Behandlung dieses Syndroms ist der Mönchspfeffer, Vitex agnus castus. Diese medizinische Pflanze wird schon seit langem bei unregelmäßigen Regelblutungen verwendet. Mönchspfeffer ist sehr empfehlenswert, wenn das polyzystische OFA-Syndrom von niederen Progesteron- und Prolaktinwerten begleitet wird. Wir raten die Einnahme von 200 mg Mönchspfefferextrakt täglich über einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten. Auf diese Weise können die besten Resultate erzielt werden. Hormonstörungen. Es gibt eine Vielzahl von natürlichen Heilmitteln gegen Hormonstörungen. In diesem Artikel stellen wir die effektivsten Mittel vor. Dazu zählt Maca, eine Wurzel aus den Anden, die eine positive Wirkung auf die Gesundheit der Frau hat. Diese Wurzel ist in komprimierter Form oder als Pulver erhältlich. Mit dem Pulver kann die genaue Dosis besser reguliert werden. Es ist ratsam, anfangs mit kleinen Mengen zu beginnen und diese allmählich zu steigern. Maca liefert nämlich sehr viel Energie und kann deshalb zu Nervosität führen. Für eine Schockbehandlung können zwischen 6 und 9 Gramm am Tag eingenommen werden. Die Dosis für die Aufrechterhaltung liegt bei etwa 3 Gramm am Tag, etwa ein kleiner Löffel. Verstopfung. In einigen Fällen gibt es keinen offensichtlichen Grund für Amenorrhoe. Es ist ratsam, die Darmgesundheit zu beobachten, denn manchmal ist die Ursache in einer Darmentzündung zu finden, die auch eine direkte Auswirkung auf die Eierstöcke haben kann. Nach einer einmonatigen Darmbehandlung sollte beobachtet werden, ob sich der Zyklus wieder normalisiert. In diesem Fall sollte ganz besonders auf die Ernährung geachtet werden: viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und Nüsse sind ratsam. Auch der Konsum von verdauungsfördernden Nahrungsmitteln ist höchst empfehlenswert, zum Beispiel Leinsamen und Pflaumen. Emotionaler Stress. Wenn alle oben aufgeführten Gründe ausgeschlossen werden können, sind die Auslöser eventuell Stress und emotionale Probleme. In schwierigen Lebensphasen, zum Beispiel
mit Sorgen aus familiären, beruflichen oder anderen Gründen und Stress, Schlaflosigkeit, Verdauungsstörungen, Angststörungen oder Gereiztheit etc. werden entspannende Kräuter empfohlen. Melisse, Passionsblume. Lindenblüte, Baldrian. Auch die Einnahme von Bachblüten sind empfehlenswert, denn sie helfen auf natürliche Weise bei emotionalen Problemen. Kamillentee. Kamillentee wurde schon in der Antike zur Beruhigung verwendet. Es handelt sich dabei um ein kostengünstiges Mittel, das bei Amenorrhoe und einem unregelmäßigen Menstruationszyklus helfen kann. Ratsam sind 3 Tassen Kamillentee täglich über einen Zeitraum von einem Monat. Diese medizinische Pflanze hilft auch bei Menstruationsschmerzen. Petersilie. Petersilie hat eine Vielzahl von positiven Eigenschaften auf unsere Gesundheit und enthält wichtige Mineralien wie Eisen. Zudem aktiviert Petersilie den Menstruationszyklus. Am besten ist, Petersilie täglich roh zu konsumieren. Ein bekanntes arabisches Rezept ist Petersiliensalat. Petersilie ist sehr vielseitig und kann für die Verfeinerung von Soßen, Salaten oder anderen Gerichten oder auch in Smoothies verwendet werden. Letztere haben eine positive Wirkung auf die Leber, ein Organ, das in einem direkten Zusammenhang mit der Menstruation steht. Diese Meinung wird in der traditionellen chinesischen Medizin vertreten, denn die Petersilie hat eine blutreinigende Wirkung. Aus diesem Grund wird der Menstruationszyklus aktiviert, wenn die Leber dementsprechend gepflegt wird.